Hier kommt ein komplett verrückter Dark Souls Weltrekord. Der Gamer Benjamin Gwynn hält nämlich den Rekord, Dark Souls mit 9 komplett unterschiedlichen und verrückten Controllern durchzuspielen. Neben so einem standardmäßigen Controller nutzt er nämlich auch eine E-Gitarre, die Donkey Kong Bongos, ein Keyboard, ein Mikrofon oder auch ein Lenkrad. Jeder dieser verrückten Controller hat natürlich auch eine eigene Steuerung, an die man sich erst einmal gewöhnen muss. Und bei Dark Souls, einem der schwierigsten Spiele überhaupt, ist das gar nicht so einfach.